Servus, grüezi, hallo und moin moin. Ja, ich melde mich heute hier aus Lilienthal und ich gehe heute mal wieder essen. City for Two, mal zwei Personen essen gehen, mal ein bisschen Geld sparen und mal gucken, wie gut ist das Essen. Heute dabei, wo ist er? Komm her, einmal ins Bild, Jan-Henrik. Aha, moin moin. Moin, moin. Wir gehen jetzt mal gucken, wir haben angemeldet, zwei Personen mit Hund und wir werden jetzt gleich mal gucken, wie freundlich wir da begrüßt werden und wie alles aussieht. So, dann kommt der Dichter. Dichter. Und alles Weitere nach dem Intro. Tschüss. Willst du mal vor? Ja, mach ich mal. Ah, okay. Moin. Hallo. Hallo. Wie ich hatte reserviert. Welchen Namen? Auf den Namen Huber. Zwei Personen mit Hund. Hallo. 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 Sibylle? Ja? Zwei Personen mit Kuhn. Einen Moment bitte. Ja, kommen Sie mit. Okay. So, herzlich willkommen. Wir sind in Lilienthal, im Palast von Kreta. Aber das geht leider. Ja, Riesending. Bin ich schon gefühlte tausendmal in meinem Leben dran vorbeigefahren. Gibt es schon seit vielen Jahren. Und war hier noch nie drin. Und ja, heute bin ich mit Jan-Henrik da. Wir gucken mal hier. So, hallo. Hallo. Und wir haben, unheimlich schnell nett platziert worden, Platz bekommen, Karte da, Getränke abgefragt und wir haben, das ging richtig fix und schnell, obwohl der Laden sehr, sehr gut besucht ist. Jetzt kommt natürlich wieder hier mein erster Blick auf die Karte. Seiten, 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 Seitenweise, Seitenweise. Wo ich dann ja immer denke, Mensch, eine kleine Karte ist mir einfach so, wäre mir immer lieber, damit ich nicht so viele Nummern habe. Und dann denke ich mir immer, 10 gute Gerichte besser als 150 mittelmäßige Gerichte. Aber das ist nur mein erster Eindruck. Das ist natürlich bei allen griechischen Lokalen ähnlich. Und die Griechen scheinen auch echte Griechen zu sein. Das ist ja auch nicht mehr immer so gesagt. Aber wir arbeiten dran und wir schauen erstmal, was wir jetzt uns aussuchen. Bis gleich. So, unser Essen ist da. Sieht sehr gut aus. Ja, kann man nicht anders sagen. Alles in Ordnung. Wartezeit war auch okay, dafür, dass der Laden voll ist. Gab nur ein bisschen Verwirrung, weil ich habe nicht die Nummer bestellt und habe dann jetzt glatt das falsche Essen bekommen. Und unsere Mitarbeiterin wusste jetzt auch nicht genau. Na, die ist erst seit 3 Wochen da. Ganz lieb, aber irgendwie wurde ich dann aufgeklärt, ich hätte doch lieber die Nummer bestellen sollen. Aber ihr wisst ja, ich mag ja keine 79 mit der 60 und 25 ohne 13. Das war übrigens keine 25 dabei. Tzatziki muss man hier extra bestellen. Ist nicht bei jedem automatisch mit bei. Nee, leider nicht. Aber erster Eindruck ist gut. Wir essen erstmal weiter und dann schauen wir mal. Fotos haben wir auch gemacht. Wir gehen jetzt erstmal essen und dann melden wir uns zurück. Wohlsein! Zum Wohl! Zum Wohl!
zu sagen, alles in Ordnung. Klein ist nein. Küche sah auch gut aus eben. Kann ich nur nicht filmen, die wollten das nicht. Fazit gleich wieder vor der Tür. Yeah, guck mal, so sieht das aus. Jetzt sehe ich mich zweimal. So, wir haben griechisch gegessen. Der Knoblauchgeschmack, der ist nach wie vor auf der Zunge. Tja, was sagst du? Ja, war in Ordnung. Guter Durchschnitt. Ja, war wirklich gut. Also das Essen war in Ordnung. Wir haben aber ein paar Sachen, die so ein bisschen bitter aufgestoßen sind. Wir haben eine sehr nette, gut aussehende junge Bedienung gehabt. Aber die hat unser Essen verwechselt. Und dann bin ich nachher belehrt worden, dass ich denn doch lieber noch mit der Nummer bestellen sollte. Aber die, die mich ja schon öfters beobachtet haben, hier filmtechnisch, die wissen, dass ich keine 27 mit der 38 und der 65 bestelle. Und so habe ich heute Lamm bekommen, obwohl ich eigentlich Schnitzel wollte, zum Giros-Teller dazu. Ja, das war ein bisschen doof, aber nicht weiter tragisch. Tragisch war tragisch eigentlich das Tzatziki. So, dann war kein Tzatziki dabei und dann hieß es mit mal, ja, das ist nicht bei allen Gerichten dabei. Und dann habe ich Tzatziki bestellt und auf der Rechnung 3,90 Euro für eine Portion Tzatziki, was bei jedem Griechen dazugehört. Ja, also ich finde auch zum guten Griechen gehört Tzatziki einfach beim Gyros dazu. Ja, das also wahrscheinlich, weil wir die 11 Euro Rabatt durch City for Two haben. Die mussten die wieder ein bisschen reinholen. Das macht so ein bisschen, komm, lass uns schon mal ein Stück gehen. Ja. Das macht schon so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Ja, die Toilette war okay, aber direkt neben der Küche. Muss ich sagen, auch ein bisschen. Aber angenehm wiederum, positiv für diesen Laden, der roch überhaupt nicht nach Grieche. Du kommst manchmal in griechische Lokale rein, und dann bist du schon nasentechnisch sowas von daneben, weil das irgendwie dieses typische griechische kalte Küche, also diese, ne, wenn Frittfett und alles zusammen, riecht beim Griechen immer extrem durch die Gewürze. Nee, angenehmer Geruch. Das haben wir also diesmal gar nicht gehabt. Schöner Laden, also kann man empfehlen, kann man gut essen gehen. Ja, Jan-Henrik meint, das wäre nicht der Laden fürs erste Date, ne? Nee, auf keinen Fall. So, das sind, aber den suchen wir, ja, das ist die nächste Serie. Ja, das war's, war lecker Essen, netter Abend, tolle Gespräche. Ja. Der Mann ist ja noch lauftechnisch noch verrückter als ich, aber alles gut. So, wir sehen uns morgen wieder. Morgen gehe ich auch wieder essen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Wagen frei schippen, denn ihr seht, hoho. Jingle Bells, bald ist Weihnachten, weiße Weihnachten, aber nee, wir sind im Januar, es ist weiß. Aber guck mal, das sah gut aus. Ja, das war's, viele Grüße, bis dann, tschüss, servus, bis die Tage. Ciao, ciao, tschüss. Yeah.